Das ist bisher vielleicht nur wenigen aufgefallen, aber in der Finanzkrise von 2008 hat Bloom Geld verdient, als alle anderen es verloren. Jede Menge. Das ist ja mal interessant. War alles völlig legal. Sie hatten einen Algo, der ihnen in dem Chaos einen Vorteil gab. Sie schnappten sich die Kohle. Und jetzt taucht CTOS überall im Land auf. Und sie richten X-Labs in der Nähe von Bloom Financial in New York und London ein. Unser Bloom-Hack rüttelt sie wach. Verdammt guter Anfang. Die Zahl der Anhänger der Hackerzelle DedSec ist in den letzten Monaten gestiegen. Es gibt Gerüchte, dass sich bestimmte Silicon Valley Insider für einen neuen Hackerangriff wappnen. Die anonyme Hackergruppe verfolgt inzwischen höhere Ziele und hat mehrere Firmen und Institutionen bloßgestellt, wegen angeblicher illegaler Praktiken. Dies hat die Aufmerksamkeit vieler Bürger geweckt, die DedSecs Ziele befürworten, wenn auch nicht unbedingt ihre Methoden.
darf sie doch so nennen. Oh, süß. Ach du Scheiße, okay. Lass dich mal genauer. Yay, echt krass. Sieht gut aus. Bist du bereit für den Chip? Moment, ich genieße noch. Ah, schau dir den Loser an. Und? Wie viele Schoßhündchen versuchen gerade alles, um meine aufbruchssichere Sperre aufzubrechen? Ehre, wem Ehre gebührt. Also, soll ich ganz freundlich fragen? Du könntest mir den Schlüssel auch einfach geben und ich bin weg. Was? Das ist Ransomware, Motherfucker. Was willst du dann dafür? Ah, ihr sollt einfach nur eins von euren albernen Videos machen. Wow, ich wusste gar nicht, dass du ein Follower bist. Ah, ihr wollt doch nur, dass der Pöbel euch anhimmelt. Nicht mit mir, verdammt. Fuck! Ich will eine öffentliche Übertragung, dass DedSec nicht mal 2 Sekunden, geschweige denn ganze 15 Minuten Zeit in der Öffentlichkeit verdient. Pepp es auf. Mit ein paar Tränen. Ist das alles? Klar. Erstmal. Wenn ihr das nicht macht, fange ich an, Namen zu nennen. Genau. Namen. Identitäten. Ein richtiges Who is Who, Bitch. Mann, sieht aus, als hätten wir nicht wirklich eine Wahl. Mach dein Ding. Mach's gut. Also dann, hau doch jetzt erstmal ab und mach das Video für mich. Dass wir ein Video posten, in dem wir uns dissen. Das kommt gar nicht in Frage. Die sollen ihre Nachricht bekommen, aber wir reiten sie richtig in die Scheiße. Also, Primate lädt für Ragnarok Malware in Bankautomaten. Geldautomaten, Leute. Das läuft über ihren Lieblingstreffpunkt, Rhonda Steiner. Ich schick Ghoulie, der soll sich das mal ansehen. Triff dich mit ihm, wenn du dort bist.
Ende des Monats wird mit großer Spannung erwartet. Trotz interessanter neuer Herausforderer deutet alles auf einen klaren Sieg für den Abgeordneten Mark Thruss. Online-Umfragen zufolge wird er seinen Sitz halten. Mit großem Vorsprung. Yo, Gulli. Was geht, Retro? Die Ragnar-Jungs haben Primate für Automaten-Hacks angeheuert, hm? Die Suns setzen schon lange Kreditkarten-Skimmer ein. Kommt nur wenig bei rum. Aber das Primate Malware in Geldautomaten lädt, hat ihren Cashflow verdreifacht. Ach, das wette ich. Der Code skimmt die Daten und schickt Primate eine Kopie. Weder der Benutzer noch die Bank kriegen das irgendwie mit. Ah, aber wir? Ja, wir schon. Ihren Code zu manipulieren wird leicht. Stell dir vor, wie angepisst die Sons of Ragnarok von Lenny und Prime 8 sind, wenn der Operation irgendwas zustößt. So soll's sein. Das wird ziemlich gefährlich. Halt dich besser zurück, Uli. Okay, Mann. Viel Glück. Versauen wir ihnen die Operation. Okay, Bankautomaten sind hier. Zerstör die Automaten, wie du willst.
geht lieber zu Fuß. Meint ihr, sie haben es kapiert? Als würden eine Zentrillion mit Zero Days verarschte Leute vor Dankbarkeit aufjubeln. Lenny wird Schwierigkeiten haben, das den Suns zu erklären. Thank you.
Hässlicher, beschissener Hamster. Septischer Müll. Rosa Waranwix-Griffel. Lenny, du solltest dich mal im Callcenter bewerben. Also, wir machen dieses Videoding nicht. Weißt du was? Macht, was ihr wollt. Ist mir total egal. Gebe ich einen Scheiß drauf. Ich weiß, dass euer Server noch gesperrt ist. Lenny hat recht. Kiki ist noch gesperrt, Marcus. Völlig egal. Schluss mit Spielchen. Wir gehen in ihr HQ und holen uns den Dechiffrierschlüssel. Nach unseren Infos hat Prime 8 einen Bunker. Bunker? Aber wir wissen nicht, wo. Lenny hat ein implantiertes RFID. Können wir den Bunker damit finden? Ja, das ist möglich. Super. Zeit, Lenny zu besuchen. Keine halben Sachen mehr. Ranch, du bist mein Backup. Ja, mach ich. Die Hafenbehörde hat wieder ein nicht gemeldetes Schiff in internationale Gewässer zurückgejagt. Bisher ist nicht bekannt, woher das Schiff ursprünglich kam. Das Eindringen illegaler Schiffe in US-Gewässer nimmt weiter zu. Es wird spekuliert, dass es um Industriespionage bei den Technologieunternehmen im Silicon Valley geht. Sicher, dass du damit weitermachen willst. Ich hasse euch, Fixer. Und weißt du warum? Die Propagandavideos, die Graffitis, der ganze Anti-Irgendwas-Gutmenschen-Bullshit. Ihr Arschlöcher nehmt euch verdammt nochmal viel zu ernst. Oh, du greifst uns an, aber du kapierst es nicht. Wir stecken da gemeinsam drin. Wir können das... Hey! Was für einen dämlichen Noob glaubst du vor dir zu haben? Und wie komplett bescheuert musst du sein, dich erwischen zu lassen. Ja, das wäre ein Versuch wert. Okay, fuck. Mal sehen, wie weit ihr mit toten Servern kommt, Loser. Wir haben einen Ping vom Primate-Bunker. Und Lenny ahnt von nichts. Kann sein. Na los, ihr traut hier viel zu viel zu. Was zur Hölle? Wrench, wichtige Frage. Aliens versus Predator. Die Frage ergibt keinen Sinn. Ich meine, Aliens nutzen Predator nur als externe Wirtskörper, um ihre Spezies zu erhalten. Und die Predator, die kommen von einer Welt, auf der man jagt oder stirbt. Sie brauchen Xenomorphe, um zu Elitekrieger zu werden. Es ist ein scheiß Ökosystem, das keinen wahren Gewinner hat. Okay, ignorieren wir mal die Wissenschaft. Rein hypothetisch 1 gegen 1. Wer gewinnt? Meinst du bei Ridley Scott oder Cameron? Mir gefällt das Sequel besser. Nehmen wir das. Marcus, kühne Behauptung. Darüber müssen wir später nochmal reden. Aber gegen ein Cameron-Alien. Die sind aggressiver, also gewinnt der Predator ganz leicht. Technologisch gesehen ist er weit überlegen, also kann er sich verteidigen, wenn der Xeno ihn angreift. Doch das ist wie die Frage, wer gewinnt, ein Mensch oder ein Zombie? Aliens jagen in Rudeln. Okay, okay. Wie viele Aliens wären ein fairer Kampf gegen einen Predator? 3.
Ein Predator-Speermeister kann mit einem Yautja-Kombi-Stick 2 in Schach halten, aber ein dritter Xeno kommt bestimmt näher heran. Selbst wenn er ihn tötet, die Blutspritzer werden ihn völlig verätzen. Schwer zu sagen, man müsste die Statistiken in einen Wahrscheinlichkeitsalgorithmus packen. Gegen Judge Dredd haben beide gekämpft, was ziemlich abgefahren ist. Aliens gegen Batman. Der Predator auch. Vergiss bloß nicht Superman und Batman gegen Aliens und Predator. Er hat gewonnen. Ich weiß nicht mehr. Egal. Weißt du was? Ich gebe dem Predator den Gesamtsieg. Ja? Klär mich auf. Der Predator hat Archie erledigt. Shit, du hast recht. Archie ist so ziemlich die Spitze der Nahrungskette. Glaubst du, Predator ist mehr so der Betty- oder der Veronica-Typ? Weder noch. Ich würde sagen Sabrina. Das ist ein gutes Argument. Ist gekauft. Predator ist an der Spitze. Was ist denn da? Reingehen, Schlüssel holen, Kiki befreien. Können wir den Bunker haben? Können wir? Können wir? Du musst diesmal beim Aufräumen helfen. Ach, immer lässt sie mich aufräumen. Fangen wir mit Reinkommen an. Okay, Leute, was ist der Plan? Tja, Lenny hat die Tür extrem sicher verschlossen. Und Plan B? Ich hab da was. Ein alter Entlüftungsschacht. Wahrscheinlich zugewachsen, also... Den finde ich. Hier tötet jemand AIDS. Ich bin drin. Stinkt nach Bier und Schweißfüßen. Such nur schnell den Dechiffrierschlüssel. Los! Von meinem Shit. Oh, hey, Lenny. Ich bin in deinem Haus. Zerlege deinen Shit. Sie hat ihr alles vermint. Was? Was sehen wir da? Zwei, nein, drei. Sieht aus wie... Shit. Vielleicht vier. Offenbar nicht verbunden. Die Reihenfolge ist dann wohl egal. Wie viele Knoten? Such einen anderen Weg raus. Leute, Leute! Ich muss mich konzentrieren. Thank you.
Du beschissenes, schleimiges Donut-Arschloch! Seht euch das an. Ich glaube, ich habe die Bomben entschärft. Es ist noch nicht vorbei. Doch, ist es. Trautesheim Hackerspace. Endlich sind wir diesen Primate-Gestank los. Seid ihr fertig? Yep. Wrench hat mit Bombenentferner rumgesprüht und dann swoosh. Überzeug dich selbst. Ray, mein Freund. Marcus, Leute, ihr habt hier in der Stadt ziemlichen Wirbel gemacht, Mann. Ich stehe nicht auf den stolzigen Kram, aber... Ich weiß das zu schätzen. Ehrlich. Ah, ich hänge an der Küste. Komm vorbei, wenn ihr für euren größten Job bereit seid, Baby. Nach oben sind Galilei keine Grenzen gesetzt. Der Raketenboom des Raumfahrtkonzerns in San Francisco geht heute mit dem Start weiterer Raketen in die nächste Runde. Die Raketen tragen Satelliten. Zu deren Zweck das Raumforschungsunternehmen jedoch keinen Kommentar abgeben wollte, um die nationale Sicherheit nicht zu gefährden.